Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Half-Life 1. Wir sind jetzt durch den Bürokomplex durch, haben uns bei dem Militär durchgeschlagen und sind auf dem Weg zu den an den Silos, an dem Silokomplex vorbei, jetzt durch das Raketentestlabor, um dann möglichst im Lambda-Komplex jemanden aufzutreiben, der uns helfen kann, diese Katastrophe irgendwie, keine Ahnung, rückgängig machen, geht ja nicht, ne? Schauen wir mal, was die Lösung ist. Und hier haben wir erstmal noch mehr Radioaktivität. Und so ein Vieh, was Radioaktivität schießt. Das Schöne ist, dadurch, dass der Schuss eine Weile braucht, habe ich genug Zeit, um zu schießen. Und dann ist noch so einer. Da haben wir kurz einen Prozess mitgemacht. Und dann hier hoch. Auf den Aufzug und nach oben. Das wird wahrscheinlich der Silo-Komplex sein oder das Raketentestlabor. Einfach. Da haben die nicht viel Lebensenergie. Das war gefährlich, hier steht schließlich brennbar, die Dinger fliegen in die Luft. Ja, das ist schon das Raketen. Das ist. Hier steht zwar Silo, aber das ist schon dieses Raketentestlabor. Und jede Menge Lärm. Was ist das? Nein, nehmt das Ding weg. Nehmt das Ding weg. Okay. Nicht gut. Du, das Ding kann nicht hören. Das ist eine, der fand ich immer eine. Das empfand ich immer als eine der schwersten Stellen im Spiel. Man muss hier nämlich durch dieses Ding durch. Und wenn das einen hört, dann haut das einen ziemlich schnell tot. Ich glaube, das one-hittet einen sogar. Genau da, wo ich hin muss, habe ich das Vieh jetzt hingeschickt. Supi. Okay, nochmal. Wir wollen also dahin. Wir haben genug Munition. Das ist also das Fenster, durch das wir geguckt haben. Mal schauen, ob wir da an der Treppe sicher sind.
Okay, hier sind wir scheinbar sicher. Wenn nur die Tür hinführt. Okay, du Vieh, ich mache jetzt das nach unten. Und renne hier einfach durch. Und tschüss. Puh. Einmal geschafft. So, und deswegen habe ich jetzt die ganzen Viecher vorher getötet. Also, das Raketentriebwerk, das benötigt Treibstoff. Zwei Treibstoff und Strom. Und den Treibstoff können wir hier aktivieren. Fuel Room. Treibstoffbahn. Da kommen wir nicht rein. Okay. Ich will natürlich gegen die Leiter. Ich will nicht da runterhüpfen. Da hinten ist noch so ein Schießvieh. Und dann schauen wir doch mal, was hier links ist. Eine Leiter nach oben. Up we go. Mehr Granaten. Wie praktisch, die Tür geht wieder zu. Ja, okay. Oh, die Stelle habe ich gehasst. Das war tatsächlich jetzt die Stelle, wo ich angefangen habe zu cheaten. Weil man muss hier das aktivieren und dann schnell genug hoch, ohne von einem von diesen Blättern runtergeschmissen zu werden. Und da bin ich runtergeschmissen worden. Und jetzt dreht sich das Ganze zu schnell, als dass ich nochmal irgendwas machen könnte. Spiel laden. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. So, wenn ich mich nicht irre, konnte man da hoch. Ich hab gespeichert, ich probier's aus. Ja, genau. Der Wind ist stark genug, dass er mich jetzt hier hochdrückt. Und ich jetzt hier rein kann. So, dann wollen wir weiter. Hier ist wieder ein Kran im Weg. Also wenn ich den Hausmeister treffe, der sich hier um das Zeug hätte kümmern sollen. Und ich rede nicht von dem Ungeziefer. So, okay. Dass das alles keine Treffer waren, so schnell hier weg. Sehr fein.
Dann gehen wir nochmal hier nach oben. Und machen hier die Tür auf. Ah, das war der Fuel Room, wo wir vorher nicht... Aber da ist jetzt nicht viel passiert, ne? Nö. Da ist jetzt nicht viel passiert. Ich meine, ah, hier. Sauerstoff. Das meinte ich, ich muss das ja noch aktivieren. Treibstoff. Und jetzt kann man die Rakete theoretisch gesehen starten. Sie brauchen, wenn ich mich nicht irre, nur noch Strom. Jetzt müssen wir wieder hier durch. Einmal speichern. Und jetzt war unten noch eine Tür. Jetzt gucken wir uns mal die untere Tür an. So. Da ist die Tür. Erstmal hier durch. Ah, hier ist die Stromleitung. So. Das kann ich nicht mit mir mitziehen. Das ging schnell. Ich weiß genau, ich renne sonst in die rein. Ja, die Teile hängen hier runter, dass man sich Sicherheit wiegt. Und dann hängen da die Teile, die einen umbringen, daneben. Ja, ich weiß, dass jetzt hier wieder ein Trick war. Und zwar kommt jetzt ein Aufzug, der dann abstürzen wird. Wie gesagt, ich kenne das Spiel ja schon. Dann musste man da irgendwie hoch und raus. So, das Ärgerliche ist, dass das hier so eine Kabine ist. Echt, jetzt hier auf diese Plattform zu kommen, bringt mich jetzt um. Hallo da. Ja, das sind dann hier so die Rätsel, die man hat. Timing-Rätsel. Das mit denen loswerden. So. Hier muss ich also jetzt schnell sein, wenn der sich abmacht und runterfallen. Ist ja klar. Das ist Pflicht. Also schnell sein und dann hier hoch. Bevor das Ding mich unterwirft.
ist mein Versteck und ich gehe hier erst weg, wenn sich die Situation dramatisch verbessert hat. Gehen Sie jetzt weg und sagen Sie niemandem, dass ich hier bin. Du möchtest da vielleicht nicht bleiben. Nee, oder? Dieses Spiel ist so hakelig von der Steuerung her, man glaubt's nicht. Okay, nochmal. Das Problem ist, ich kann nicht einfach so von dieser Leiter runter, während ich nicht auf die Leiter gucke. Ich kann von der Leiter runter, während ich zur Seite gucke, dann geht der so runter. Aber ich kann nicht quasi... So, das funktioniert zwar, dann stehe ich so halb auf der Leiter drauf. Das ist mein Versteck und ich gehe hier erst die Situation dramatisch verbessern. Der wird jetzt übrigens gegrillt. Na so. Kommen jetzt hier diese Stromdinger an. Gehen hier rein. Und jetzt hängt der da oben drauf und der Strom kommt. Ja. Vielleicht kein gutes Geheimversteck. Jetzt hänge ich an der Leiter fest, so jetzt aber wieder zurück. So, nun haben wir den Strom aktiviert. Das brauchen wir ganz dringend. Wir werden nämlich gleich noch Lebensenergie verlieren. Ausgezeichnet! Jemand hat die Energie wieder voll hergestellt. Jetzt kriegen wir die Maschine in 0, nichts wieder ans Laufen. Ja, freu dich da mal nicht zu früh. Aber ich kann hier hochklettern. Das ist jetzt auch wieder so eine Stelle, wo man von der Leiter runter will und eventuell runterfällt dabei. So. Habt ihr gesehen, wie viel Schaden ich genommen habe? Ja, mein Anzug kann automatisch Morphin verabreichen. Und er ist super stark, wenn ich das hier mache. So, meine Lebensenergie auf voll aufgeladen, das brauchen wir. Zum einen, weil jetzt hier Stromschaden kommt. Zum anderen, weil wir jetzt wieder hier durch müssen. Und unser Freund bestimmt nicht so einfach zu bezeugen ist. Woanders als unten. In diesem Spiel. Der Grund, warum ich sehr oft Quicksave verwende. So, jetzt müssen wir hier hinter. Hoch. Fuck. Ich bin die Half-Life 2 Steuerung gewohnt. Und da sollst du nicht hin. Geh mal dahin. Weil ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich genau hin muss. Ablenken. Okay, ich muss erst in die Tür rein. Aber rechts rum war gut. Ihr drei, alle drei bitte. Schon erwähnt habe, habe ich das nie geschafft, weil ich bisher immer... Wieso kam der jetzt hier hin? Runter, runter, runter.
Ich weiß, dass das geht. Also ich habe das schon mal gemacht, aber diese ganze Stelle habe ich dann teilweise gecheatet. Man muss die richtige Höhe finden, dass der einen nicht von oben und nicht von unten erwischt. Dann hat man die Stelle gefunden, wo man speichern kann. So, kurz orientieren. Nach rechts muss ich. Na ja, komm schon. Puh, geschafft. Okay, jetzt kann ich. Okay. Wir leben vielleicht ein bisschen länger, wenn wir zusammen machen. So, denn hier wird die mich jetzt auch schaden. Wie ihr wisst, haben diese Viecher das Glas kaputt gemacht. Ich muss aber jetzt hier Testfeuer machen und soweit ich weiß, nehme ich dadurch Schaden. Ich mache das an und gehe in das hinterletzte Eck. Ich auch noch sehen, was passiert, ne? Oh, ich war mir sicher, dass ich hier einen Haufen Hitzeschaden nehme. Dann war das in der Neuauflage so. Die heißt übrigens Black Nisa und ist ziemlich gut geworden. So, dann gucken wir doch mal. Tja, unser Freund hier hat es nicht überlebt. Wäre doch mal mitgekommen. Tja, für den ganzen Schlamassel verantwortlich? Ja, das bin wohl ich. Was sind das eigentlich für komische Dinge hier? Das ist sehr komisch. Ah, Wasser. Wasser ist gut. Passt mal. Das ist so ein komisches Zeugs. Und ein komisches. Ach nein, das ist das. Ach, das ist das Tier. Ja. Ah, hier geht's raus. So. Sehr fein. Und erstmal heilen und Suit aufladen und speichern. Und einen Schluck trinken. So, hier ist also Giftplörre. Ich glaube nicht, dass ich hier unten irgendwie groß durch kann und sollte. Ich denke, ich muss hier über diese Rohre. Natürlich das Rohr mit Ausfahren hier, da sieht man es. Ich habe da jetzt nicht echt Schaden von genommen. Natürlich ist das ausgefahrene Rohr kaputt, aber wir können hier durch drüber hüpfen. Und weiter geht's durch das große Rohr. Der Stahltisch. Ja, das hätte ich auch gleich machen können. So, als Spieldesigner wird man natürlich, dass die Spieler auch wieder ihre Lebensenergie zurückkriegen. Von daher hat man auch das gemacht. So.
Okay. Das ist diese heftige Stelle. Hier oben übrigens wieder unser netter Freund, der übrigens auch einen Namen hat. Der nennt sich G-Man. Dieses große Vieh kriegt man nicht so einfach platt. Kannst du draufballern, so viel wie du willst. Das muss man mit Hilfe eines Rätsels blenden. Hier alles kaputt. So. Das war verschwendete Munition. Hier geht's hoch. Lass mal gucken, was hier drin ist. Okay, mit dem will ich nicht reden. Aber ich kann ja jetzt das Ding in die Luft jagen. Okay, hier ist eine Karte von den ganzen Tracks. Das heißt, das Militär ist auch schon da. Das Vieh ist noch nicht weg. Also, wir wissen, hier ist Militärpräsenz. Das war jetzt taktisch nicht gerade die klügste Aktion, direkt in den ihr Feuer reinzurennen. Aber tatsächlich bin ich auch nicht wenig taktisch sehr klug. So. Das war gut. Das war eigentlich das, was ich erwartet hatte, was passiert. Dass die mehr oder minder nach und nach zu uns kommen. Eigentlich ist das hier. Was habe ich dann auf dem Rückweg? Ist hier der große Kampf. Okay, Leute. Dann werfe ich jetzt mal die Granate zu euch. Die schießen noch. Da scheinen also noch andere Gegner zu sein.
weil die schießen nicht auf die Luft. Und das Militär schießt auch nicht aufs Militär normal. Also da findet gerade auch ein Kampf statt. Und ich warte jetzt hier ein bisschen, um quasi noch gegen den Sieger kämpfen zu müssen. Habe ich noch? Einen noch? Ich schalte schon mal um. Die Waffe ist natürlich gegen die sichtlich ungeeignet. Und jetzt kann ich selbst diese Minen legen. Die haben natürlich vor allem die da. Ich mag aber tatsächlich diese Waffe gar nicht. Jetzt können wir nochmal unseren Suit aufladen. Stellen wir mal sicher, dass keiner da ist. Das ist eine Heilung. Okay, kommen wir auf der anderen Seite nach. Power Generator, perfekt, da wollen wir hin. Jawohl. Dann würde ich sagen, wir gucken mal morgen, was da unten ist. Beziehungsweise morgen. Nein, wenn die nächste Folge kommt. Ich gehe davon aus, dass ich die Folgen wöchentlich mache. Ich nehme tatsächlich jetzt alles am Stück gerade noch auf, weil ich nicht schlafen kann. Und nehme jetzt einfach weiter auf und schau mal, wie ich das mich dann entscheide, die Folgen zu machen. Ich glaube, ich werde das mit dem Würfeln sein lassen. Also, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Übrigens, wenn ihr die Folge seht, wisst ihr auch schon, wie der Turnus ist, denn dann habe ich mich entschieden und mache das natürlich seit der ersten Folge so. Wir sehen uns bei der nächsten Folge und ich sage, ciao, miau.